50.000 Euro Bauspar-Blanko-Darlehen für Eigennutzer ohne Verwendungsnachweis und ohne eine bestimmte Zeit, wo die Immobilie im Bestand sein muss. Wir von Immotheke vermitteln ja über 35 verschiedene Bauspar-Blanko-Darlehen und im vorangegangenen Video habe ich unser häufigst vermitteltes Blanko-Darlehen erklärt, wo ein Objekt ein Jahr im Bestand sein muss, das aber auch ein vermietetes Objekt sein darf und wo man Sparkassenkunde sein muss oder DKB-Kunde. In dem Video könnt ihr es euch nochmal genauer anschauen. Jetzt kommen wir mal zu einem Eigennutzer-Blanko-Darlehen. Das bedeutet, ich muss ein eigennutziges Objekt im Bestand haben. Ich darf zusätzlich auch noch Vermietete haben, aber ich muss wenigstens ein eigennutziges haben. Das ist ja so, dass die meisten Blanko-Darlehen sich an Eigennutzer richten, aber es gibt durchaus auch einige, die eben für vermietete Objekte gehen. Hier sind wir jetzt bei einem Programm für, wo ein Eigenheim vorhanden sein muss. Und wir haben ja noch eine weitere Einschränkung hier in dem Programm, was es etwas schwieriger macht. Die ganzen Mieteinnahmen von den Bestandsobjekten werden alle nicht angesetzt. Das heißt, habe ich etwas größeren Immobilienbestand bereits, dann funktioniert dieses Programm nicht. Das funktioniert also nur, wenn ich relativ am Anfang noch bin. Ich habe mein Eigenheim, 1, 2, 3 Kapitalanlagen, verdiene noch relativ gut, sodass also die Mieteinnahmen, die nicht angesetzt werden können, aus den vermieteten Objekten hier kein Problem machen. Dafür hat es ein paar geile andere Features, dieses Programm. Und zwar gibt es keine Mindestwartedauer, denn meistens muss man so 1 bis 5 Jahre warten, nachdem man ein Objekt in Bestand genommen hat, bis es dann für ein Blanko-Darlehen genutzt werden kann. Hier gibt es keine Frist, es kann sofort nach Eigentumsumschreibung eben 50.000 Euro Blanko gezogen werden. Und es gibt auch keinen Verwendungsnachweis. Es ist jede Art von Verwendung zulässig in diesem Programm, sogar explizit auch Kauf, Kaufnebenkosten und nicht nur wie klassische Modernisierung oder PV-Anlage. Hier gehen alle möglichen Angestellten. Selbstständige und Freiberufler gehen hier aber auch eingeschränkt. Die Bilanzierer auf keinen Fall, aber die Einnahmenüberschussrechner sind grundsätzlich in dem Programm auch möglich, wenn auch erschwert. Das Tolle an dem Programm ist, dass so gut wie keine Unterlagen benötigt werden. Also es reicht im Prinzip Kontoauszüge und ein Grundbuchauszug vom Objekt aus. Trotzdem brauchen wir natürlich das volle Programm an Unterlagen. Das heißt, derjenige, der bei uns Kunde ist und Blanko-Darlehen ist ja so eine Serviceleistung für bestehende Kunden oder zumindest auch für einen Neukunden, der sagt, okay, ich möchte mit dem Blanko-Darlehen einsteigen, aber danach noch mehr mit Immotheke tun. Das heißt, es wird der komplette Immobilienbestand hinterlegt und vollständig alles erfasst, sodass wir jederzeit startklar sind für die normale Immobilienfinanzierung auch. Aber du brauchst eben hier jetzt keine großen speziellen Unterlagen für dieses Programm. Es ist sehr, sehr einfach in der Beantragung, wenig Arbeit, sowohl für dich als auch für uns, weswegen wir sehr gerne dieses Programm nutzen. Und es hat einen günstigen Zins in der Vorfinanzierung, 3,4%. Das schwankt immer ein bisschen, deswegen ist es mal als Richtung. Und nachher in der Darlehensphase 1,35%, sehr günstig. Kann auch dann mal mehr sein, je nachdem, wie sich es entwickelt. Vorfinanzierung Darlehensphase habe ich jetzt, kommen wir gerade schon zum Punkt. Es handelt sich um einen vorfinanzierten Bausparvertrag. 50.000 Euro werden also sofort ausbezahlt. Dann gibt es eine Vorfinanzierungsdauer, in dem quasi ein Konstantdarlehen über 50.000 stehen bleibt und darauf dann Zinsen bezahlt werden. Das Ganze etwa 144 Monate lang und parallel eine Sparrate in den Bausparer bespart wird. Die Sparrate ist 160 Euro, die Zinsrate ist 140 Euro, kommen also grob 300 Euro Gesamtrate raus. Nach 144 Monaten ist der Bausparer zuteilungsreif. Das Ganze wandelt sich in ein Annuitätendarlehen um und läuft dann vollends noch bis zum Ende durch. Weitere etwa 100 Monate, dann auch weiterhin zu einer Rate von 300 Euro. Das heißt, summa summarum gibt es eine Gesamtlaufzeit von knapp über 20 Jahre und das ist natürlich richtig schön, weil die meisten Bauspar-Blanko-Darlehen oder Blanko-Darlehen allgemein ja eher 10 oder 15 Jahre Laufzeit haben, die mit Bausparen dann teilweise Richtung 18. Und hier haben wir sogar eins, das 20 Jahre Laufzeit hat, was natürlich zu einer schönen niedrigen Rate hier dann entsprechend führt. Es gibt eine Abschlussgebühr, das ist in Höhe von 1,6% der Bausparsumme. Aus 50.000 Euro macht es also 800 Euro. Die muss allerdings nicht wie in einem anderen Programm üblich auf einen Schlag wird die eingezogen, sondern peu à peu mit den Sparraten von den 160 Euro, die jeden Monat eingezogen werden, wird es verrechnet, bis es dann entsprechend weg ist. Der Erstwohnsitz muss in Deutschland sein, weitere Wohnsitze im Ausland sind grundsätzlich möglich, wobei natürlich Arbeitgeber auch in Deutschland sein muss. Ausländische Selbstständigkeiten werden auf keinen Fall angesetzt und eben die Mieteinnahmen von Bestandsobjekten leider auch nicht. Das ist ja so einer der Hauptknackpunkte hier.
Was ist mit Vorfälligkeit? Wenn du früher raus willst aus dem Darlehen, dann hast du klassisch das Gesetz, das dir ermöglicht, eben in der Vorfinanzierungsdauer zu 1% Vorfälligkeit rauszukommen oder eben in der Darlehensphase dann jederzeit auch kostenfrei. Wobei das keinen Sinn macht, frühzeitig rauszugehen, weil dann hätte man auch ein anderes Programm nutzen können, das keine Bausparvertrag beinhaltet und deswegen die Abschlussgebühr von 1,6% ja nicht verschenkt wäre. Also in Bausparblankodarlehen geht man im Regelfall rein, um lange drin zu bleiben und nicht um kurzfristig dann entsprechend wieder rauszugehen. Du musst zum Beginn des Bauspardarlehens unter 60 Jahre alt sein. Und was auch nicht zulässig ist, ist eine Rechtfertigstellung von dem Gebäude. Also wenn du einen Neubau hast und der soll jetzt fertiggestellt werden, Rechtfertigstellung, weil das Geld ausgegangen ist, ist in diesem Programm nicht zulässig. Die Schufa wird abgefragt und eingetragen, haben wir ein extra Video dazu, wie Schufa funktioniert und dass es gar nicht so wahnsinnig kritisch ist, das Thema. Und auch, dass die Bauspar-Blanko-Darlehen ja sowieso als wohnwirtschaftliche Darlehen, auch wenn sie in der Schufa wie ein Ratenkredit gleich gesehen werden, dann trotzdem in der Vermögensbilanz dann eben nicht so negativ sind, wie ein Ratenkredit entsprechend negativ ist. So, ein schönes Programm mit wenig Unterlagenanforderungen, einer schlanken Abwicklung, einer schönen niedrigen Rate, aber eben auch mit den Nachteilen, wie zum Beispiel, dass die Mieteinnahmen hier nicht angesetzt werden und deswegen es nur für Kunden mit Eigenheim und einem kleineren, überschaubaren Immobilienbestand funktioniert. Dafür niedriger Zins, niedrige Rate, insgesamt ein schönes Produkt, um 50.000 Euro zu bekommen mit wenig Aufwand.